Guten Morgen aus Dubai. Wir haben jetzt 9:30 am Vormittag. Warum wir das Video heute machen? Wir nehmen euch heute mit auf eine kleine Foodtour durch die Dubai Marina und zeigen euch unsere drei Lieblingslokale. Seid gespannt und kommt mit. Wir sind jetzt in meinem absoluten Lieblingslokal, und zwar dem Breaking Bread in der Marina. Wirklich ausgezeichnetes Essen und einen richtig guten Vorteil, man kann hier sogar mit Bitcoin bezahlen. Für einen Kryptonerd wie mich perfekt. Preislich gesehen befindet sich das Breaking Bread so ungefähr im Mittelfeld. Das ist nicht ganz günstig, aber auch nicht auf der teuren Seite angesiedelt. Weil man muss sagen, die Qualität der Zutaten ist alles 1A. Das ist auch ein Preis wert. Und man sieht es ja. Das war echt auch schön angerichtet. So, Chrissy, was gibt es bei dir Gutes? Avocado-Toast. Und dann aus dem mega leckeren Pancakes. Die Chrissy ist halt wirklich hungrig, isst mir hier den ganzen Pancake weg, ich krieg gar nichts. Stimmt ja gar nicht. Da hat die andere Hälfte gegessen. Ich weiß von nichts. Es gibt hier die leckerste Carrot Cake der ganzen City. Also wenn ihr auf Carrot Cake steht, dann unbedingt ins Breaking Bread gehen. Beste, wie ich vorhin schon gesagt habe, hier gibt es die beste Carrot Cake, aber weil wir schon so voll sind, gibt es eine zum Mitnehmen, aber ich zeige euch die mal. Bread, Carrot Cake, beste ever, beste ever. Gestärkt geht's jetzt weiter in die Arbeit. Es war richtig, richtig lecker. Magst du noch etwas sagen zur Bezahlung? Zur Bezahlung, also was wir gezahlt haben. Wir haben jetzt bezahlt für alles, also für das Croissant-Omelette, für den Avocado-Toast, für die Pancakes und für die Carrot Cake. 197 Dirham, das sind ungefähr 45 Euro. Wie gesagt, ist so im Mittelfeld, weil es ein ausgiebiges, gutes Frühstück, kann man nichts dagegen sagen. Sehr lecker und sehr geil. Hallo again! Wir sind jetzt dann angekommen bei unserer Location zum Mittagessen beim Sao. Das ist ein super tolles libanesisches Lokal. Ist zwar nicht ganz so groß, die Lage ist jetzt nicht die beste oder die schönste, aber dafür ist das Essen on point. Es ist richtig, richtig lecker. Und was uns da erwartet und was wir heute für eines essen werden, das zeigen wir euch gleich. So, wie immer beim Libanesen, was natürlich nicht fehlen darf, das ist ein leckerer Hummus mit Arabic Bread. Das gibt es bei uns jedes Mal. Also wir ernähren uns schon ziemlich viel von Hummus mittlerweile, muss man sagen. Auch nicht zu vergessen, Lemon Mint Juice. Das ist unser neues Lieblingsgetränk geworden. Hier gibt es den besten Lemon Mint Juice. Hier haben wir einen Fattoush, im Prinzip ein gemischter Salat mit geröstetem Brot, Granatapfel und allem möglichen. Und für die Madame hier gibt es ein Oat Dough. Zata nennt sich das Ganze. Das ist ja so ein Flatbread mit Olivenpaste. Keine Ahnung, was da alles drauf ist. Aber ist auf alle Fälle sehr, sehr lecker und es ist vegan. Und mein Tawuk-Sandwich, das wird in dem Moment kommen. Ich komme schon, ich bin hungrig. Das
Essen schmeckt wie immer ausgezeichnet. Der Mario hat jetzt mittlerweile auch sein erstes Chicken Tabuk bekommen. Scheint zu schmecken. Ja, eigentlich haben wir vorgehabt, euch auch das Innere vom Lokal noch ein bisschen zu zeigen. Nur leider ist es nicht erlaubt, dass wir da mit der Kamera reingehen und ein bisschen filmen. Von dem her können wir euch leider nur das zeigen, was sich vor dem Lokal befindet. Das war es dann auch wieder mit einem super leckeren, aber schnellen Lunch. Preislich noch ganz kurz zu sagen, ist für Marina-Verhältnisse sehr, sehr günstig. Wir haben jetzt für das Ganze, was ihr gesehen habt, knapp 25 Euro bezahlt. Also, wie gesagt, für Dubai-Verhältnisse eher günstig. Man kann libanesisch essen gehen, auch um ein Vielfaches. Und ja, wir machen uns jetzt wieder auf den Nachhauseweg. Ein bisschen Kraft tanken, damit wir dann ready fürs Abendessen sind. Wir sehen uns gleich. Dritte und letzte Station für heute, das Abendessen. Wir machen es jetzt oder sind gerade am Weg zum Black Dev. Der befindet sich hier im JPA, am sogenannten The Walk. Und wie sind die Chips? Mega lecker! Wir haben jetzt die Hauptspeise bekommen. Beim Black Dev kommt man um gesundes Essen nicht herum. Wobei ja, gesundes Essen ist eher relativ. Also bei mir gibt es ein Spicy Chicken Sandwich. Richtig geile Geschmacksexplosion, Crispy Chicken und fein getoastetes Brio-Spann. Naja, wir haben noch Sweet Potato Fries, die sind Muss. Und ja, was hast denn du, Madame? So, whoop, einmal zu mir. Ich habe meinen obligatorischen Big Burger Quinoa Salad. Ohne den geht da drinnen gar nichts und auf den freue ich mich schon extrem. Mahlzeit! Wie schmeckt's? Essen war wie immer ausgezeichnet. Also auf Dessert wird jetzt mal verzichtet. Es gibt hier nämlich sehr, sehr gute Shakes, muss man sagen. Normalerweise gibt es auch immer nicht, aber ab und zu gönnen wir uns auch so ein Dessert-Shake. Heute natürlich nicht, aber wir werden einmal kurz einen einblenden, was wir letzte Woche hatten. Das war so ein Monster von Shake. Und ja, jetzt geht es dann gleich ans Zahlen. Preislich gesehen, das kann man vielleicht mal sagen, preislich ist es hier ein bisschen über Durchschnitt. Okay, wir sind ja direkt im Rixos Hotel, ist eines der, wenn nicht sogar das beste Hotel hier im JPA. Man ist mitten im Geschehen drinnen, es ist eine, ja, 2 Minuten zum Strand runter. Aber wenn man sich das ab und zu mal gönnt, ist absolut nichts verkehrt. So, wir sind jetzt fertig im Black Dev. Es war wie immer super, super lässig, erinnert. Die Bedienung der Herrinnen wirklich 1A, die sind so bemüht. Wenn ihr da in Dubai seid, schaut vorbei im Black Dev am The Walk in Dubai. Wir haben jetzt noch ganz vergessen zu sagen, was wir bezahlt haben hier. Also für 2 Getränke, Vorspeise, 2 Hauptgerichte und noch ein Side-Tisch haben wir bezahlt 348 Dirham. Sind umgerechnet 79 Euro. Geht absolut klar in dieser Lage. Tolle Location, tolles Essen. Was will man mehr? Und jetzt geht's noch ab zur Shisha.
You have a table for two? Hello, how are you? Hi. Good, very, very. Wir haben Lemon Mint chosen, eine feine Hooker. Ja. Super. Very, very good. Good man. Photo, color. Das war jetzt mal eine Begrüßung von Feins, oder? Und die bleiben so lange da, bis man halt bis man Trinkgeld gibt. Aber perfektes Geschäftsmodell, muss man sehen lassen. Und jetzt gibt es eine nice Forest Berries Ice Hooker. Also ist mal was anderes, keine traditionelle Shisha, die ist mit Eis gefüllt. Wir sind jetzt am Ende unserer Foodtour angelangt. Wir gehen jetzt wieder nach Hause, beziehungsweise fahren mit unserem Roller wieder nach Hause. So, Worst-Case-Szenario ist eingetreten. Unsere Cam hat den Akku leider aufgegeben und wir haben keinen zweiten, beziehungsweise keinen dritten mehr dabei. Es war ein super toller Tag heute. Und durch die Dubai Marina, wir haben uns jetzt noch bei einer feinen Shisha ein bisschen entspannt und haben die Atmosphäre noch ein bisschen genossen. Wir verlinken euch die Orte, wo wir heute waren, unten in der Infobox. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir haben ja ein bisschen was mitgeben können für den einen oder anderen, der was mal vorhat, hier in die Marina zu kommen, auf einen Urlaub und nicht so genau weiß, wohin gehen, um gutes Essen zu haben. Was aber, das gibt es hier überall, kann ich euch sagen. Jedenfalls danke fürs Zuschauen. Wenn euch das gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben, subscribt unseren Kanal, klickt die Glocke an. So. Und wir freuen uns aufs nächste Mal, wenn ihr wieder zuschaut. Bye, tschüss!